Hey Leute, Marks Block hier, heute mal zu einem etwas anderen Video. Und zwar möchte ich euch das Spiel Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms zeigen. Das habe ich mir bei Steam geholt, ist glaube ich kostenlos spielbar, die Beta bis zum 7.9. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, starten wir doch direkt mal das Spiel. Viel Spaß. Ich sag ein paar Sachen dazu. Also starten wir das Spiel. Viel Spaß. Ja, also ganz am Anfang wusste ich noch nicht so ganz, wie wir uns da bewegen müssen, denn hier in dem Spiel unten sind noch so ein paar Anzeigen, dass man sich eben mit der Leertaste kann man eben so Deckung suchen und so weiter. Und ja, erstmal läuft hier so die Zeit ab von dem Spiel, bis eben das Match losgeht. In der Zeit hat man eben Zeit hier sich zu formieren, zu ordnen, je nachdem, ein bisschen die Map auskundschaften. Das ist das allererste Mal, dass ich jetzt hier das auch spiele. Deswegen habt bitte Nachsicht, falls ich hier ein bisschen abkacke. Ja, sieht schon, es sieht so sehr ziemlich futuristisch aus. Hat mich so ein bisschen an Watch Dogs erinnert hier, so das mit diesen ganzen Verstrebungen, die ich hier abgehe, mit alles, was so blinkt und so weiter. Ist also mehr so ein Taktik-Shooter wie einfach so ein, sag ich mal, auf Unreal Tournament-Basis. Ja, ist es nicht. Ist eher so taktisch, müsst ihr euch ein bisschen Deckung suchen und so weiter. Also ich glaube auch, dass die Zeit jetzt abläuft. In der Zeit kann man hier einfach rummoschen, so viel man will. Man kann vorpreschen, Leute töten. Aber die richtige Runde, die startet eben in ein paar Sekunden. Und zwar genau in 3, 2, 1. Los geht's. Also dachte ich schon jetzt gerade, hä, was, bin ich gestorben? Hat mich irgendjemand umgebracht? Aber jetzt geht eigentlich die richtige Runde erst los. Wir starten jetzt zusammen mit unseren Teamkollegen. Ihr denkt oder ihr wisst vielleicht, was ich da meint habe mit diesen komischen Verstrebungen. Diese Linien, die zu den ganzen Teamkameraden führen, ist etwas verwirrend am Anfang. Ja, sie läuft hier ganz normal in der Third Person erstmal los. Und wenn ihr eben ranzoomt oder anvisiert mit der Waffe, seid ihr dann im First Person Modus. Hier kann man nämlich schön in Deckung gehen. Hier kommen lauter Anzeigen, die ich gar nicht bemerkt habe, die ganze Zeit im Spiel. Und ja, so sieht es eben aus, wenn man das erste Mal spielt. Ist schon etwas komplizierter. Ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich sage, oh, das blickt man gleich beim, oder das versteht man gleich beim ersten Mal. Hier habe ich mich ein bisschen durchgeklickt, hier durch die Menüs am Anfang, zu gucken, was denn hier alles auswählbar ist. Aber entweder muss man die freischalten, die neuen Sachen, oder man muss die sich irgendwie kaufen. Wie das alles funktioniert, weiß ich noch nicht genau. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal hier das Gameplay. Ja, auf der rechten Seite kann man hier eben unsere primäre Waffe sehen. Das ist jetzt hier irgend so ein Maschinengewehr. Ich kenne mich damit nicht aus, ja. Ich weiß nur, dass es schießt, wenn ich es gedrückt halte, öfter. Ja, also ist es ein Maschinengewehr für mich. Drunter haben wir dann eine Pistole. Und noch weiter drunter eben die Granate auf Platz 3. Ja, ich kacke hier so ein bisschen ab gerade. Kann man so verschiedene Sachen einfügen. Ich weiß nicht, was man hier alles rein platzieren kann. Aber vielleicht finde ich das noch raus. Wenn mir das Spiel Spaß macht, spiele ich es noch ein bisschen. Wenn nicht, au revoir. War nett. Und vielleicht zocke ich es dann, wenn es richtig rauskommt. Hier nicht mehr diese Beta oder Alpha oder was es gerade ist. Ich weiß noch nicht, ob es mehrere Maps gibt, Leute. Keine Ahnung. Schaut es euch an. Geht in Steam. Das Ding hat 3,3 Gigabyte. Ladet es euch runter. Probiert es aus. Kostet nichts. Ich hoffe, wenn ihr das Video anschaut, gibt es das noch zum Runterladen. Ich versuche das natürlich auch so schnell wie möglich hochzuladen. Jetzt ist gerade der Samstag. Ich schaue mal aufs Datum. Der 6.9. Und ich hoffe, ich kriege es auch so schnell wie möglich hochgeladen. Dass vielleicht noch einige von euch sich auch das Spiel jetzt mal holen können. Ja, ihr seht schon, hier habe ich schon einen saftigen Kill platziert. Man kann sich auch so schön so um die Ecken ein bisschen sneaken. Ist echt nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Sperrfeuer gemacht, dass ich mich ein bisschen verstecken kann zum neu sortieren hier, nachladen und so weiter. Wie es
mir scheint, lädt sich, glaube ich, auch die... die Lebensanzeige lädt sich langsam wieder auf. Nicht so schnell wie in den meisten Spielen, dass man da ein bisschen zur Seite geht und schon hat man wieder Full Health. Ja, mit der Granaten habe ich es noch nicht so ganz. Aber jetzt kommt gleich eine Supergranate. Ja. Genau, die war's. So hätte meine fliegen sollen. Naja. Ja, ich denke mal, irgendwann kann man sich wahrscheinlich verschiedene Granaten aussuchen. Vielleicht eine Flash, eine Rauchgranate oder irgend so eine Störgranate, die dann vielleicht die Sicht beeinträchtigt oder stört oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, hier habe ich nochmal die Granate ausprobiert. Also mit Rechtsklick auf der Granate. Oh, ja, das war Friendly Fire. Egal, Kill. Was soll ich sagen, genau. Wenn man Rechtsklick auf der Granate oder an die, wenn man die Granate eben auswählt und Rechtsklick macht, dann rollt er die oder wirft die so ganz zart nach vorne. Und wenn ihr aber die linke Maustaste benutzt, dann schmeißt er sie richtig nach vorne, die Granate. Ihr könnt auch so ein bisschen die Laufbahn anschauen, wie die Granate dann fliegt. Und der nächste Kill. Wunderbar. Ja. Lasst euch nicht jetzt von den komischen Geräuschen hier beeinträchtigen oder beeinflussen. Da dieser Fabiano, da hat er angefangen ein bisschen irgendwie zu reden. Ich habe nicht so ganz verstanden, was der von uns wollte. Ich hatte jetzt auch keine Lust, den irgendwie im Menü zu suchen, wo man ihn muten kann. So arg gestört hat es dann auch nicht. Das ganze Geballer hat man ihn eh nicht gehört. Cool ist auch, dass man hier irgendwie die Gegner in so einem Viereck dann, wenn man die dann sieht, dass sie dann so im Viereck auftauchen, so im roten. Und ich glaube, man selber taucht eben auch bei den Gegnern so auf. Und da erscheint auch eine Anzeige mit irgendwie, dass man gerade gespottet ist oder ich weiß es nicht mehr jetzt genau. Ich habe es auf jeden Fall im, ja hier, Detected by Scan. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich denke mal, dass dann auch die Gegner einen so abscannen können. Ja, das war ein bisschen blöd hier gerade von mir. Warum? Werde ich gesehen. Boom. Da hat schon einer schon richtig heftige Sniper, glaube ich. Der hat mich dann auch im zweiten Game ein bisschen nass gemacht. Securing Alpha. Overtime. So. Overtime. Ah, geht's auch noch in die Nachspielphase. Nachspielzeit. Ja, rechts sieht man so, ich denke mal auch, das Bild hier ganz rechts von so einem Headshot, das ähnelt auch Counter-Strike, wenn ich mich nicht täusche. Das ist auch das gleiche Bildchen. Ja, da oben hat sich die ganze Zeit irgendein Sniper versteckt und uns hier ein nach dem anderen niedergemacht. Das habe ich auch, glaube ich, bemerkt, dass ich vom Scan detected wurde und deswegen bin ich ein bisschen zurück. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das Spiel ist echt nicht schlecht. Und auch der Rückstoß ist nicht übertrieben schlimm. Ist ziemlich einfach eigentlich zu zielen und alles. Also finde ich echt cooles Spiel. Ich glaube, ich spiele es noch ein bisschen. So Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Über Kommentare, ob ihr euch das Spiel runtergeladen habt oder runtergeladen habt. Und ja. Wir sehen uns. Peace out und ciao.